Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Good and Evil. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge sehr viel Stress mit Gegnern gehabt, beziehungsweise ich. Und haben auch herausgefunden, wo Paige sich möglicherweise aufhalten könnte. Aber erst einmal, was können wir hier überhaupt tun? Gar nichts. Okay, cool. Habe ich wahrscheinlich schon gedrückt irgendwann. Na gut, wir gehen erstmal wieder zu der Nutri-Pin-Kontrollierstelle oder wie auch immer das Teil hier heißt. Das sind wieder die kleinen Fröschchen. Oder was genau ist das? Ich habe wirklich keine Ahnung, was genau das darstellen soll, aber es sieht aus wie eine Spore-Kreatur und das gefällt mir. So. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Sortierung. Wir sind halt jetzt diesen ganzen Bereich umgangen, ne? Wir hätten ja auch woanders lang gehen können, aber... das war anscheinend egal, ne? So wie es ausschaut. Okay, auf rechter Maustaste war das. Hopp! Und dann drunter durchschleichen. Parkour kann ich. Ich habe Mirror's Edge Catalyst gespielt. Ah. Nur mal ein bisschen Parkour. Ist ja nichts, ne? Oh Gott! Das hat ein Zeitlimit, das habe ich erst gar nicht gemerkt. Na gut. Was? Darauf, das ist ein bisschen fies gemacht, ne? Eindringling! Eindringling! Das ist sehr fies gemacht. Ich gehe am besten einfach nochmal weg. So, hier würde er mich nicht kriegen. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Wie soll man das denn machen, bitteschön? Ich meine, weiter schleichen wahrscheinlich, ne? Zone gesäubert. Okay, und er dreht sich wahrscheinlich manchmal um, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Wir haben übrigens nur noch ein Leben. Ich bin oh mein Gott, ja genau. Was war das denn jetzt schon wieder für eine Schnelligkeit? Was ist mit ihm denn los? Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich was essen. Ja, ich habe auch die pinken Teile noch dabei. Dann nutze ich die jetzt erstmal. Ich werde mich lieber voll heilen mit den Teilen. Das ist doch frech. Ah, ich muss wahrscheinlich erst einen weitergehen, ne? Ja, okay, das ergibt Sinn. Bestätigt. Na gut, wenn das so ist. Ich bin auch nicht gerade ein Schnellchecker. Zone gesäubert. Das dürft ihr bei mir nicht erwarten. Okay, dreh dich um. Dreh dich um, du dreckiger Bastard. Sehr schön. Ach so. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Also man muss auch wirklich abwarten. Ich hatte nämlich gerade die Idee, dass ich einfach durchrenne. Aber so funktioniert das anscheinend nicht. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Gegnerteil vom Spiel halten soll, weil ich finde den persönlich nicht allzu spaßig, weil die KI halt teilweise ein bisschen zu unfair ist. Das heißt, ich möchte eigentlich wieder meinen schönen Fotokram einfach nur machen. Wo ist das entspannte Spiel geblieben? Ah, ist schon okay. Bald fotografieren wir bestimmt wieder kleine Kreaturen. Wenn wir hier raus sind und Paige befreit haben. Ich hoffe, die töten mich jetzt nicht. Ich bin nicht nochmal ein Rattentod. Wäre ich dagegen. So, sollte keine mehr übrig sein, ne? Wie machen wir das jetzt am besten? Ach, da hochspringen, ne? Ah. Okay, ich warte. Ich lasse ihn noch einmal hingehen. Das ist unfair. Das ist so unfair. Ich hätte auf ihn schießen müssen. Ja, ja, ja. Ich weiß ja. Ich hätte ja auf ihn schießen sollen. Ne? Ist mir auch bewusst. Bestätigt. Das ist so unfair teilweise, ne? Das hat diese kleine Millisekunden-Timing-Taktik. Finde ich schrecklich. So, wieder hoch. Dann schießen wir jetzt halt auf seinen Rücken. Er will es ja nicht anders.
Nee, nicht so ein scheiß Ernst. Alter, ich raste hier noch aus, ne? Diese scheiß Teile. Ich mag den Gegnerteil nicht. Ich sag's jetzt einfach. Ich finde das nervig. Ich finde ihn super nervig und anstrengend. So ein Scheiß, ey. Wie soll man das denn sonst machen? Nee, ey, das ist doch nicht möglich. Also ich bitte euch. Wirklich. Das ist so eine Scheiße, die mich aggressiv macht. Das ist nämlich unmöglich eigentlich. Also beziehungsweise es ist nicht unmöglich, aber es ist wieder so knapp zeitlich begrenzt. Das geht mir schon wieder auf den Sack gerade. Wie soll man das denn machen? Oder soll ich einfach durchrennen? Ich soll wahrscheinlich einfach durchrennen, ne? Kann das der Fall? Ist das die richtige Lösung? Ich renne jetzt durch. Ja, okay. Cool. Hätte mir mal jemand sagen können, dass diese Teile mich nach oben bringen, ne? Also, ein Hinweis wäre nicht schlecht gewesen. Aber ein Himbeereis wäre auch nicht schlecht gewesen. Da kommt was. Hey, alles klar? Nee, anscheinend ja nicht. Alarm! Alarm! Hau doch ab. Hau doch ab. Okay. Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Okay, sehr gut. Ja, beide. Das war wiederum wieder leichter. Ich mag immer noch die Schreie. Das ist das Beste, was die Gegner zu bieten haben. Kiste können wir nicht schieben, okay. Die ist also einfach nur da. Um da zu sein. Mhm. Ja, ja. Alarm. Jetzt können die schon schießen. Jetzt können die schon schießen. Jetzt können diese Teile noch schießen. Das ist ja wohl, also, ist ja wohl eine Frechheit. Ich bitte dich. Ja, wenn ich von hier aus schieße, wird er mich direkt... Am besten dreht er sich nochmal um. Oder dreht er sich generell nicht um? Dreht sich jetzt bestimmt wieder um, wenn ich hier lang schleiche. Gott, was ist mit der Steuerung auf einmal passiert? Ist richtig empfindlich geworden, hä? Okay. Einfach nur ein bisschen lang schleichen. Nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Ist das der Einzige, der hier ist? Nee, okay. Ah, okay, ich weiß, glaube ich, was zu tun ist. Okay, System wieder angeschlossen. Ob man dafür schnell genug ist? Ich bin unsicher. Falscher Alarm! Ein bisschen zurück. Ich bin unter Beschuss! Alarm! Alarm! Okay. Kurz mal erwischen lassen, okay. Zu ich finde mal krass, wie schnell die um Erlaubnis bitten, um die Zone zu säubern. Hallo? Das sind drei Stück! Ich kann die einfach weiterhin bewerfen. Nee, der Gegnerteil ist es, glaube ich, echt nicht vom Spiel. Also wenn ich eins kritisieren müsste, dann das. Ich meine, ja klar, es ist ein Stealth-Game und so. Ist mir schon bewusst. Okay, System wieder angeschlossen. Aber trotzdem, ich finde den Teil des Spiels nicht zu spaßig. So gesehen. Ja toll, muss ich rauskriechen sogar aus meinem Versteck. Falscher Alarm! Wo sind die denn überhaupt überall? Schon? System wieder angeschlossen. Ach Mann. Ich werde da nicht schlau draus. Wo jetzt? Eindringling. Och nö, der hat sich jetzt nicht ernsthaft geduckt in dem Moment.
Boah, ich könnte abkotzen, ey. Wirklich, das ist ja so schreckliche Scheiße. Ich werde ihn jetzt erstmal hier wegklatschen. So, mir egal. Macht doch euren Alarm, Hauptsache der ist schon mal weg. Vielleicht muss man das ja auch so machen. Vielleicht will ich immer versuchen, die zu perfekt auszuschalten. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Vielleicht sollte ich es genau so machen wie gerade. So ein bisschen chaotischer, ein bisschen gefährlicher, aber... So sind die wahrscheinlich schneller weg. Da muss man nur noch mit einem kämpfen. Und in dem Fall ist es der dort. Und den habe ich direkt getroffen. Ja, okay, ich verstehe schon jetzt. Okay. Okay, das ergibt ja dann schon ein bisschen mehr Sinn. Vielleicht war ich zu sehr darauf fixiert... Oh. Aua. Ich werde mal jetzt so ein pinkes Ding reinpfeifen. Wie komme ich denn da? Achso. Soll ich hier raufspringen, ne? Ah, das ist cool. Das gefällt mir. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben ja, glaube ich, noch mehr Ziele als diese Fabrik. Also, glaube ich. Ich weiß nämlich auch nicht, wie lang das Spiel generell geht. Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, es ist nicht das längste Spiel übrigens. So. Ja. Einmal speichern. Ein bisschen vorbeischleichen. Wer ist er denn? So sehen die da drunter aus? Scheiße, sind die hässlich. Die sehen ja richtig hässlich aus. Holy shit. Ich hab gedacht, da sind normale Menschen drunter. So, die machen wir erstmal weg. Nicht, dass sie noch tendenziell irgendwie Probleme bereiten könnten. Achso. Müssen wir mal draufziehen. Ich hab gedacht, der geht alleine zurück. Ich meine, hier zum Beispiel den Parcours-Teil, den finde ich auch wieder spaßig. Also bisher muss ich wirklich, einziger Kritikpunkt, na gut, das Format, das habt ihr zwar nicht jetzt hier, aber ich habe ja zum Beispiel sehr, sehr große schwarze Balken drum, weil das Spiel jetzt schon älter ist und dadurch das Format ein bisschen im Arsch ist. Das ist ein Kritikpunkt, aber der ist halt einfach nur von der, weil das Spiel schon älter ist. Und halt, wie gesagt, der Gegnerteil ist nicht der spaßigste, aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der das empfindet und andere sagen, yo, das ist... Das spaßigste Teil überhaupt an diesem Spiel. Würde ich dann natürlich auch verstehen. Wenn man sagt, dass das eher so sein Stuff ist. So, die hauen wir schon mal vorher weg, damit die nicht irgendwelche Probleme machen. Der weicht aber echt gut aus da hinten. So. So, das hat geklappt. Sehr gut. Haben Sie die Alphas gesehen? Ihre Gesichter? Sie sind keine Menschen mehr. Sie werden von den Doms kontrolliert. Wir müssen die Bevölkerung darüber informieren. Schnell, schicken Sie ein Foto an Iris. Ich suche weiter nach einem Weg hinein. Ich finde gut, dass er immer gefühlt dort in so kleinen Luken einfach sich aufhält. Ja, die sehen verdammt eklig aus. Die sind nicht hübsch. An Iris schicken. Gute Arbeit, Shawnee. Ich veröffentliche den Bericht und leite ihn an die Gouverneurin weiter. Ich bin sicher, dass sie dir wieder helfen wird. Hat sie das davor nicht getan? Auch ein ziemlichen Zinken, ne? Wir finden uns sicher früher oder später wieder. Bestimmt. Sie habe ich nie nach dir gesucht, aber du nach mir anscheinend. Oh. Also geht man einmal um die Ecke. Der wartet es direkt auf einen. Okay. Also direkt wieder schleichen. Soll ich mir das angewöhnen, dass ich, wenn ich um Ecken gehe, immer schleiche eigentlich, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Gott, die kommen gefährlich nah hier. Ich mache jetzt wieder die Taktik. Ich nutze diese Taktik jetzt immer. Ich finde die gar nicht mal so dumm. Dieses Eintöten, sich verstecken, eintöten, sich verstecken. Ich glaube, damit kommt man da schon ein bisschen leichter voran. So. Dreh dich mal um.
Dreh die mal um. Ach, wie. Okay, gut, ich habe schon gedacht, man kann den nicht treffen. Weil der hat sich einfach nicht umgedreht. So ein Sack. Okay, na gut. Ja, ich denke, das ist schon schlauer, wenn man das so anwendet. Ich glaube schon, es ist schlauer. Okay, jetzt habe ich auch mal gesneakt. Komm mal her, lass dich mal schlagen. So. Ich bin gespannt, wann wir Paige endlich wiederfinden werden. Ich hoffe, der alte Knacker bleibt mir nicht zu lange verloren. Denn wir brauchen bestimmt auch nochmal irgendwann die Hilfe von ihm. Okay, zwei Stück sind hier. Aha. Ich werde den ersten erst holen. Den hier. Da kommt was. Das kommt von da drüben. Ich renn durch. Ich gehe. Boah. Sogar ziemlich unentdeckt geblieben. Ist doch ganz angenehm. Nichts. Dein Partner lebt nicht mehr. Obwohl, die sind doch so oder so untot. So, perfekt. Ja, einfach drauf losrushen. Auch wenn es ein Stealth-Game ist, aber tja. Manchmal hilft draufhauen einfach. Oh, davon hatten wir irgendwo auch... Wir hatten schon mal irgendwo davon einen. Oh, dann müssen wir mal ziemlich zurücklaufen dann. Wenn wir den nochmal benutzen wollen an einer anderen Stelle. Will ich das tun? Sortierung. Nee, warte mal, das ist dieser Schlüssel. Okay, perfekt. Gut, dass ich nicht einfach manuell zurückgelaufen bin, sonst hätte ich das sehr bereut. Na gut. Okay, jetzt sollte... Wir sollten eigentlich Paige hier finden jetzt, oder? Der ist doch dahin transportiert worden. Röntgenverifizierung. Okay, erstmal speichern. So. Sehr schön. Können wir den Laser hier abschalten? Ist schon ganz cool, einen Schlüssel mit dabei zu haben dafür, ne? Hier sind wir wieder. Okay, ich habe gar nichts falsch gemacht. Wir hätten wahrscheinlich den Code einfach nur nicht bekommen, hätten wir die nicht fotografiert. Oh, ich habe einfach direkt den richtigen Schritt gemacht. Oberes Stockwerk. Okay, ich sehe, wo sie sind. Wir starten das Decoder-Programm. Ja, da habe ich doch alles richtig gemacht, ne? Ich glaube, wir haben es. Versuchen Sie... G8W9. G8W9. G8. Hier, G... 8W9. Bestätigen. Korrekter Code, let's go. Das hat doch geklappt. Oh, da wird uns bestimmt irgendwas erwarten. Ich sag euch, demnächst... Irgendwo kommt jetzt auch ein Bosskampf-Safe. Irgendwann wird er jetzt kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh, wir sind beim Doc. Oh. Ja, wenn sich hier schon mal so ein elektrisches Teil befindet, dann wird hier gleich bestimmt ein Gegner runterfallen. Würde ich jetzt mal vermuten. Was, wenn wir hier runterfallen würden? Will ich es ausprobieren? Ich weiß nicht. Kriegen ihn dadurch nicht kaputt. Was befindet sich hier? Ja, schon mal nicht etwas, wo wir hochspringen können. Da liegt auf jeden Fall etwas, womit wir mehr Herzen bekommen, hier dieses Gerät. Frage ist halt nur, wie kann man da einfach durchrennen? Nee, man wird, glaube ich, auch zurückgestoßen dann, ne? Da würden wir wieder zurückkommen, das will ich ja nicht. Was ist denn jetzt hier die Mission? Sie springt halt immer automatisch da hoch, ne? Aber... Das ist ein bisschen komisches Verhalten.
Hier sind auf jeden Fall irgendwelche Schläuche, die hier lang laufen. Das ist ja komisch. Was sind das da oben? Oh. Oh. An alle Wachen. Suche nach dem zweiten Eindringling fortsetzen. Der sah aber nicht so gesund aus. Das Problem wurde aus der Welt geschafft, Eure Exzellenz. Meine besten Männer haben alle Eindringlinge neutralisiert. Hier alles unter Kontrolle, Eure Exzellenz. Diese Kleinigkeit kümmere ich mich selbst. Ich hab doch gesagt, es kommt ein Bosskampf. Ich hatte absolut recht. Ich hatte sowas von recht. Holy shit. Wer hätte es gedacht, ne? Ich muss ihn wahrscheinlich da unten reinfallen lassen. Oh. Da kommt doch ein netter Hilfe. Nun, der wird uns doch bestimmt helfen, oder? Ja, du musst einmal bitte auf die Beine zielen. Sehr schön. So gut. So weit, so gut. Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Das geht aber klar. Das kann man machen. Ich kann es leider übrigens nicht fotografieren, falls ihr euch das fragt. Oh Gott. Oh, aus Versehen in den Kameramodus gegangen. So. Sie haben Paige! Ohne sie wäre ich es gewesen, der eine Freifahrt in einem ihrer Luxussärge gewonnen hätte. Und zwar ohne Rückfahrkarte. Ich finde dich, Paige, egal wie. Halte durch. Der war gar nicht mehr so schwer, der Bosskampf. Der war ziemlich simpel und ziemlich leicht. Aber wie gesagt, ich hatte es irgendwie im Blut wahrscheinlich, dass da ein Bosskampf kommt. Und ja, sie hat recht, wir holen uns Paige wieder. Terroranschlag in der städtischen Nutri-Pillenfabrik durch Terroristen vom Iris-Netzwerk. Dank der Alpha-Abteilung konnte die Produktionslinie gerettet werden. Einige der Terroristen wurden gefangen genommen. Das ist ja Fake News. Ja. Wir haben auf jeden Fall eine Perle dazu erhalten, darüber freue ich mich. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, ja, bin dabei. Wir kriegen auch noch mal ein paar Herzen dazu. Das ist auch eine schöne Sache. Und wir können direkt speichern. Das ist noch eine schönere Sache. So. Gespeichert.
Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Also. Achso, wir müssen erst mit ihm reden. Die Schlachthäuser werden vom Militär blockiert, oder? Bestätigt. Aber ich glaube, es gibt einen Zugang von der Hovercraft-Rennstrecke in der Nähe der Schlachthäuser. Die Strecke führt direkt unter der Mauer her, die die Schlachthäuser umgibt. Brauchst du Energie? Nee, der braucht keine. Er hat zwar nicht mehr viel Leben, aber nee, der braucht keine. Alles gut. Können wir jetzt hier nicht weiter? Müssen wir ihm welche geben? Ah nee, hier ist ein Knopf. Ah. Das ergibt ja viel Sinn, ne? Ah, das ist ein Fahrstuhl. Ich schätze mal, wir haben das hier abgeschlossen und müssen wahrscheinlich woanders hin jetzt. Ich denke mal, wir dürfen endlich wieder mit unserem Hovercraft fahren. Hoffentlich. Es wird mal wieder Zeit. Ich vermisse es schon langsam. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Ausgang ist nicht weit. Das ist gut. Das erleichtert mich. Endlich diese Drecksfabrik verlassen. Hey, erkennst du diesen Raum wieder? Positiv. Hinter dieser Tür liegt die verfluchte Maschine, mit der sie mein Hirn waschen wollten. Hm. Sie müssen sprengen, Miss Jade. Wohin? Runter? Was? Er ist einfach so runtergesprungen. Okay, ja, dann mache ich das auch. Warum nicht? Dann springe ich auch mit runter. Der zeigt mir schon den Weg. Oh, Aufzugraum. Ist der richtig? Miss Jade, da unten liegt eine verlorene Perle. Ja, die würde ich mir gerne holen eigentlich, ne? Ah, da... Was ist denn das? Achso, den haben wir ja fotografiert. Genau, das ist einfach nur die Leiche von dem. Ja, die können wir uns wahrscheinlich holen, wenn wir im Hovercraft sind, oder? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Sonst wäre das ja schon ein bisschen unfair. Okay, wie kommen wir jetzt hier rüber, ist die Frage. Er kann nicht durch Strom einfach durchrennen, ne? Nee. Nee, nee, das funktioniert nicht. Ist der Weg blockiert? Hm. Ich denke mal, wir gehen hier hinten lang. Oder kann ich einfach ins Wasser springen? Nö. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So, ich gehe mal hier hinten lang. Westflügel. Vielleicht können wir ja hier irgendwo runterspringen. Ich meine, Double H ist hier doch auch runtergesprungen. Warum also nicht? Hm. Geht das auch ein bisschen schneller? Okay, da sind wir nur noch in dem Raum. Na, ja, okay, na gut. Das war dementsprechend ziemlich unnötig. Ich habe halt gedacht, wir können da irgendwie runterspringen oder so. Aber na gut, dann nicht. Gehen wir wieder zurück. Wo sollen wir denn entlang, frage ich mich gerade. Wir müssten ja eigentlich weiter runter. Warum können wir nicht einfach runterspringen und schwimmen? Aber gut, das ist... Ich vergesse... Ne, das Spiel ist schon älter. Damals konnte man in Spielen teilweise nicht schwimmen. Ich sag nur GTA 3. Hm. Hier geht's zum Labor. Von da aus kommen wir doch, oder nicht? Ah, kann ich einfach den Aufzug nutzen? Oh. Nee, oder? Da kommt aber nichts. Hm. Dann scheint das nicht richtig zu sein. Ich gehe hier mal runter. Elektrikraum. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass wir hier nochmal lang müssen. Übersehe ich gerade irgendetwas? Müssen wir zum Labor? Hm? Oh. Okay, ich verstehe schon. Dann ist das bestimmt der richtige Weg, oder? Oh, der kann schön oft der kann schön oft stampfen. Das ist gut. Der kann wirklich sehr schön oft auf den Boden stampfen. Das ist sehr angenehm. Man muss an dem Punkt eigentlich nur spammen, wenn ich ehrlich bin.
Ist der immer tot? Die halten aber auch immer viel aus, ne? Ich finde die richtig nervig, die Gegner. Aber nicht so nervig wie die richtigen Gegner. Also, ne, die Soldaten hier. Die sind nerviger mit ihren Schilden. So. Ich finde es komisch, dass er auf einmal ein Dings auf hat, immer dann. Helm, Double H. Er hat manchmal auf einmal einfach einen Helm auf. Schön in die Ecke drängen. Ist er mal fertig? Ist er mal tot? Endlich. Einen einzigen nur noch, ne? So. So geht das. Okay, aber ich weiß immer noch nicht ganz, was wir jetzt genau hier tun müssen. Wahrscheinlich dort reingehen oder so? Huh. Ah, vielleicht muss ich die Sicherung ja auch wiederholen. Ne, warte, wir haben noch eine, ne? Na gut, ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, das finden wir erst in der nächsten Folge raus. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge von Beyond Good and Evil. Lasst eine Bewertung da. Bis dahin. Bye, bye.